Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und heiße euch herzlich zur dritten Folge von unserem wunderschönen Let's Play willkommen. Ich muss euch gestehen, wenn man zum Spiel anfängt, was einem richtig Laune macht, neigt man dazu, viel mehr zu spielen, als man vorhat. Ich glaube, ich habe in der ersten Folge mal gesagt, dass ich relativ große Pausen zwischen den Folgen habe. Habe ich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe die ersten zwei Folgen fast direkt nacheinander abgedreht. Und die dritte nehme ich jetzt gerade am 20.09. auf, also ungefähr am Abend, bevor die zweite Folge morgen online geht. Dementsprechend verzeiht mir, wenn ich noch nicht auf eure Kommentare angehe. So viel gibt es aktuell noch nicht. Abgesehen von einem, und er hat recht, ich sollte vielleicht nicht so viele Baustellen auf einmal machen und mich da ein bisschen mehr zurückhalten. Müssen wir mal gucken, dass wir das ein bisschen eingefangen kriegen. Heute würde ich mich gerne mit euch um die letzten fehlenden Sachen kümmern, unter anderem die Wasserversorgung. Ich muss euch auch gestehen, die Folge nehme ich jetzt gerade zum zweiten Mal auf. Ich habe die dritte Folge nämlich schon einmal aufgebaut und habe totalen Bockmist gebaut. und dementsprechend nehmen wir heute nochmal neu auf. So, wir müssen hier mal ganz kurz was loswerden. Die Kneipe hier unten passt nämlich nicht. Das ist totaler Müll, weil das zu weit von den Wohngebäuden weg ist. Und das gefällt mir nicht. Die müssen ja immerhin in Reichweite bleiben. Das kann man auch ganz einfach überprüfen, indem man immer guckt, dass Gebäude auch zu Fuß erreichbar sind. Zum Beispiel erreicht nur einer unserer Wohnblöcke die Feuerwehr. Das ist ausreichend, dass wir hier auch nachher Feuerwehrleute haben. Könnte aber dann ein Problem werden, wenn es darum geht, das alles irgendwie vernünftig hinzubekommen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wenn ich jetzt hier eine Polizeistation hinstelle, weil die würde ich auch gerne noch vorplanen. Ja, super, die können wir sogar hier hinwerfen. Die ist noch in Reichweite von allen Häusern. Okay, guckt euch das an, das kriegen wir hin. Dann machen wir das nämlich jetzt hier so auch. Dann kommt hier das Polizeirevier noch hin. Das brauchen wir nämlich für Straftaten. Am Anfang vielleicht noch nicht ganz so wichtig. Dann aber auf lange Sicht gesehen. Und jetzt würde ich hier wirklich gerne noch ein paar Sachen dazu. Man sieht nämlich, was auf den Baustellen fehlt. Beton und Asphalt, Beton und Asphalt, Beton, jede Menge Beton und Asphalt, auch Beton und Asphalt. Ich glaube, das kann ich jetzt die ganze Reihe hier durchmachen. Das heißt, wir brauchen für Asphalt, holen wir uns, glaube ich, noch ein Kipper mehr. Können wir eigentlich machen. Einen großen nochmal. Und für Beton brauchen wir natürlich Betonmischer. Also holen wir uns davon auch mal noch zwei Stück hinzu, die dabei mithelfen. Dann haben wir hier unser Verteilungsbüro. Da holen wir jetzt auch noch einmal. Bam, bam, bam. Wo haben wir Kipper? Zwei große Kipper rein. Und fügen das hinzu und da soll entladen werden. Und zwar wird hier jetzt Kies abgeladen. Und sobald hier genug Kies ist, werden die Dinger auch auf das umgestellt. Genauso wie sie, ich glaube, mittlerweile das hier benutzen, richtig? Das müsste das hier sein, ne? Ja, okay, super. Genau, die benutzen mittlerweile das Freilager hier und holen sich ihre Materialien hier weg. Wenn die denn für den Bau hier benötigt werden. Also dementsprechend kommen wir auch da ganz gut voran. Ich glaube, ich erzähle wenigen Leuten jetzt Neues, wenn ich sage, dass wir wahrscheinlich zum 01.01.62 noch, oder zum Februar 62 hier wahrscheinlich noch keine Einwohner haben werden. Dafür ist einfach momentan noch zu viel zu tun. Das Silo ist fast fertig. Wenn das Silo fertig ist, fangen wir an, hier die Felder zu bedienen. Okay, und dann brauchen wir noch ein, zwei Sachen, die ganz wichtig sind für unsere Stadt und die auch Arbeiter brauchen. Das heißt, ich würde die tatsächlich gerne näher an der Stadt positionieren. Und zwar brauchen wir sind jetzt schon 2 Jahre im Game, wird früher oder später das Thema Reparatur auf unsere Autos zukommen. Das ist gar nicht mal so unwichtig, unwesentlich. Jetzt ist die Frage, wie wir das machen. Wir brauchen dafür auf jeden Fall Arbeiter, wenn ich mich nicht irre. 15. Wir könnten es hier hinsetzen. Ich hatte sowieso zwei Sachen vor. Ich würde nämlich in die Stadt gerne ein Lagerhaus setzen. Vielleicht wenigstens ein mittelgroßes. Was haben wir denn hier? Das hier vielleicht. Wie viel hat das? 560 Tonnen, 100. Okay. Ja. Ich glaube, das machen wir. Wir setzen hier ein Lagerhaus hin. Wir werden das jetzt noch nicht direkt bauen. Und zwar
werde ich die Straße einfach noch nicht verbinden lassen. Aber wir setzen uns... Das machen wir so. Wir setzen uns an die Straße dran. Geht das? Na, hallo? Kann aufgrund der Infrastruktur nicht gebaut werden. Lass mich doch in Ruhe. Müssen wir es doch hier hinsetzen. Okay, setzen wir es hier hin. Und dann können wir die Werkstatt, glaube ich, direkt daneben, wo ich einfach schon setzen. Werkstatt. Aber auch hier lassen wir die Verbindung aktuell noch weg. So, eine Verbindung können wir dann am Ende des Tages tatsächlich schon aufsetzen. Da muss ich mal gucken, da ist es. So, das können wir machen. Okay, dann haben wir das auch schon mal. Und dann wird hier nachher die Werkstatt sein, um unsere Fahrzeuge zu warten, weil die Abnutzungserscheinungen haben. Was haben wir denn aktuell? 0,4 Jahre sieht man hier, wie kaputt das Ding schon ist. Abnutzung 2%. Haben wir irgendeinen, der schon mehr hat? 10% sogar schon. Also das füllt sich ganz schön schnell auf. Und dementsprechend brauchen wir das am Ende des Tages auch. Jetzt haben wir die Kneipe hier abgerissen. Das heißt, die Kneipe müssen wir woanders wieder aufbauen. Warum nicht hier? Das können wir machen. Dann haben auch alle unsere Einwohner Zugriff drauf. Ich könnte auch langsam mal anfangen, die Shortcuts hier zu belegen. Dürfte einiges ein bisschen... Hey, wieso kann ich das nicht verbinden? Hallo? Ah, ich war bestimmt zu nah. Das müssen wir nochmal wegmachen. Machen wir das nochmal. Wo haben wir es? Da. Kneipe. So, jetzt dürfte es gehen. Okay, aber ich komme wieder nicht genau dran, wo ich hin will. Das nervt mich manchmal so ein bisschen. Dass das Game konstant meint, hier so halbwegs schräge Wege reinzumachen. Das gefällt mir dann am Ende des Tages doch nicht. Aber jetzt kriegen wir hier auf jeden Fall noch eine Kneipe hin. Okay. Jetzt müssten wir hier den Kippern noch sagen, dass die Kies holen sollen und Kies hier abliefern sollen. Und dann warten wir ein, zwei Turns und dann stellen wir das Ding hier drauf ein und dann dürfen die Straßen hier auch bedeutend schneller fertig werden. Gut, haben wir das schon mal. Das ist perfekt, gut. Dann haben wir Wasserversorgung, um die wir uns kümmern müssen. Ich glaube, dass der Brunnen im Wassertank, was haben wir, 500 Kubik. Wir bauen mal hier kurz noch die Straße. Wir machen das mal, vielleicht ein bisschen weiter rechts noch. So. Ein Stück weiter noch. Dann hier runter. So, dann ein Fußgängerweg. Wir bauen nämlich jetzt so eine Art Wasseraufbereitungsanlage hin. Wir müssen gucken, dass wir nah genug an den Wohnhäusern dran sind, dass wir auch die Arbeiter da alle hinbekommen. Das war nämlich einer der Fehler, die ich in der letzten Episode gemacht habe. Ich habe den Boden gebaut. Wir drei Wohnkomplex haben den Boden hier hingesetzt. Und der Boden war, glaube ich, 5 Meter außerhalb der Reichweite von meinen Wohngebäuden. Was mich direkt dazu gezwungen hat, das Ganze hier hin weiter auszubauen. Das will ich nicht. Die weiteren Wohngebäude werden wahrscheinlich hier hinkommen. So dass wir damit dann langsam aber sicher vorankommen. Okay. Was ist das? Die bringen Kies, ne? Mal gucken, wohin. Ah, ne, die sind mit dem Bau beschäftigt. Ich dachte, hier kommen vielleicht schon die ersten Einheiten Kies an, aber wir müssen 2-3 Turns warten. Ansonsten saugen die LKWs das Ding direkt leer. Und jetzt gucken wir mal. Brunnen. Wo ist er? Jetzt haben wir einen Brunnen hier. So, und der ist natürlich nah genug an allen Wohngebäuden dran. Das ist schon mal gut. Und jetzt ist die große Frage. Die könnt ihr mir natürlich jetzt noch nicht beantworten. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass ich die Pumpen hier brauche. Damit ich da auch noch irgendwas vernünftig hinbekomme. Ich habe jetzt beim letzten Mal, als ich es aufgebaut habe, ich werde es jetzt gleich erbauen. Also fürs nächste Mal dann vielleicht für mich. Ich werde jetzt gleich die Wasseraufbereitung bauen. Dann hatte ich eine Pumpe gebaut. Dann hatte ich die Wasseraufbereitung. Ich habe einen Brunnen gebaut, eine Pumpe, dann die Wasseraufbereitung und dann nochmal eine Pumpe. Und da weiß ich tatsächlich gar nicht, ob das in so einem Umfang notwendig ist. Aber wir nehmen mal den. Brauche ich den großen Brunnen eigentlich nicht, ne? Hm.
Aber warum eigentlich nicht, ne? Warum soll ich einen kleinen bauen? Ergibt ja keinen Sinn. So, das ist nah genug, richtig? Ja, ist es. Okay, dann setzen wir jetzt hier den großen Brunnen hin. Wasserqualität 93%. Ah, okay, weil ich hier an der Straße, an der Stadt bin, ne? 90%, okay, daran liegt's. So, jetzt haben wir das hier. Jetzt brauchen wir natürlich, jetzt haben wir hier maximale Produktion am Tag 300, 120. Wie viel produziert das Ding denn? Maximale Produktion 210. Dann machen wir hier eine Wasseraufbereitung hin. So, und jetzt ist die Frage. Also beim letzten Mal habe ich jetzt hier eine kleine Pumpe hingesetzt. Das machen wir jetzt auch wieder. Machen wir das so. So, jetzt haben wir hier eine Pumpe drin. Und jetzt können wir direkt schon... Müssen wir kurz auf F3 wechseln. Super, das haben wir verbunden. Und das hier. Okay. Das heißt, wir kriegen einen Brunnen. Und von dem Brunnen kriegen wir das Wasser jetzt in die Aufbereitung rein. Und jetzt müssen wir das Wasser von der Aufbereitung natürlich auch noch irgendwo hinbekommen. Und das würde ich natürlich auch gerne speichern. Also hätte ich gerne einen Wasserturm auf jeden Fall. Wie machen wir das? Das Wasser kommt von da. Setzen wir den Wasserturm. Also hier werden wir weitere Wohngebäude hinsetzen. Könnten den Wasserturm... Passt der auch hier? Ah, der passt auch hier rein. Okay. Wo ist der Fußweg? Da. Das wird gehen. Wisst ihr was? Das machen wir, glaube ich. Den setzen wir hier hin. Dann stört er auch nicht so. Den machen wir hier hin. Okay. Jetzt habe ich eine... Brauche ich jetzt wieder eine Pumpe, ist die große Frage. Wisst ihr was? Wir machen es einfach. Jetzt soll es am Ende des Tages auch nicht an den Pumpen scheitern. Kriege ich das hier? Machen wir die hier hin. So, sehr konfus. Also dieses Spiel ist echt fordernd, muss ich wirklich sagen. So, das haben wir jetzt hier verbunden. Wo ist F3? Da. Und jetzt müssen wir in unseren Wasserturm rein. Okay, sieht sogar wesentlich besser strukturiert und schöner aus als bei der ersten Aufnahme. Okay, Brunnen, Pumpe, Aufbereitung, Aufbereitung, Pumpe, Wasserturm. Und ich meine, vom Wasserturm brauche ich jetzt keine Pumpe mehr. Meine ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine, das geht jetzt auch weiter ohne. Oder? Ich glaube, ich versuche es mal ohne. Und dann warte ich tatsächlich mal, bis ihr mir Feedback geben könnt. Jetzt brauchen wir Abflüsse. Ah, nee, wir brauchen noch was. Das müssen wir vorbereiten. Und zwar hier. Wartet. Erste Runde Terraforming in diesem Game. Nee, das war's nicht. War's das? Nee, war's das? Nee. Ah, das ist es. Sehr gut. Komm, 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 mach's gerade. Reicht das? Nee, sieht jetzt. Das müsste passen. Wasser. Wo haben wir's? Abwassereinleitung. So. Na, komm. Ist das nicht gerade genug? Oder muss ich es andersrum machen? Nee. Das Ding muss ins Wasser. Okay, nee, das reicht noch nicht. Na, jetzt habe ich keine freien Planierraum. Okay, dann müssen wir kurz warten.
bis wir das machen können. Aber hier müssen wir dann noch eine Abwasser-Dingens hinsetzen. Planen wir erstmal kurz unsere Abwasserzusammenfluss. Okay, das heißt, hier kann ich mehrere reinziehen, richtig? Okay, super. Das heißt, den können wir hier hinsetzen. Genau, setzen wir den hier hin, damit wir dann hier die Abflüsse der Stadt kombinieren können. So, jetzt hätte ich gerne hier einen. Nee, komm, mach. Ärger mich nicht. So, hier haben wir einen. So, erstes Abflussrohr. Okay. Können wir direkt noch ein zweites machen. Okay, das haben wir hier. Damit haben wir eigentlich alles abgedeckt. Aber ich hätte gerne in der Nähe unserer Wohngebäude auch direkt noch eins. Und zwar hier. Okay, das ist auch da dran. Jetzt werden die Abwässer hier auf jeden Fall schon mal gesammelt und dahin transportiert. Gut. Und dann können wir wenigstens, ich sag mal schon mal so ein bisschen, ich sag mal bis hierhin schon mal vorplanen. So, dann haben wir das auch. Okay, das heißt, Abwässer haben wir jetzt schon mal. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Wasserversorgung. Das ist, glaube ich, das Wasseranschlussstation. Genau, das ist es. Man könnte sich übrigens auch zu Beginn das alles sparen, was wir jetzt gerade hier aufbauen. Einfach in der Stadt Wasseranschlüsse verteilen und Abflussanschlüsse. Und ihr seht unten, die haben einen Wassertank von 12 Kubikmeter und 20 Kubikmeter. Und man könnte die einfach mit LKWs bedienen. Also es wird auch funktionieren. Habe ich schon getestet. Man müsste es also nicht zwangsläufig direkt aufbauen. Willst du mich rollen? Wieso kann ich das denn hier nicht bauen? Willst du mich ärgern? So, das Rohr von unserem Wasserturm hierhin haben wir. Noch ein Wasseranschluss, den haben wir. Da ist hier das alles angeschlossen. Jetzt könnten wir eigentlich hier unten auf die andere Seite hier noch einsetzen. Dass die immer, hoppla, zu weit reingezoomt. Dreh dich. Dann haben wir auf beiden Seiten alles abgedeckt. So, und dann nehmen wir den. Ne, der soll hier so gehen und dann hier rein. Okay. Gut, das heißt, wir haben jetzt auch Wasseranschlüsse. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Abwasseranlage hier hinten. Die kommt dann jetzt auch bei Zeiten noch. So, was steht hier faul rum? Betonmischer stehen faul rum, aber das kann ja nicht sein, dass überall schon Beton ist. Nein, aber die reichen einfach manche Häuser noch nicht. Oder die stehen noch nicht auf der Liste ganz oben. Weil die Straßen momentan alle dran sind, ne? Ja. Wir könnten, ich guck mal kurz, 1, 2, 3, wisst ihr was? Wir holen noch 3 Bagger dazu. Dann gehen die Straßen auch ein bisschen schneller. Und dann können wir auf jeden Fall noch 2 Straßenkräne schon mal dazu holen für die Gebäude. Okay, Kies haben wir jetzt hier, 200 Tonnen. Das heißt, wir switchen mal kurz. Okay, und du holst auch hier. Gut, das heißt, das dürfte auf jeden Fall schon mal den Weg für den Kies hier verkürzen. Und die Straßen dürften ein bisschen schneller fertig werden. Super, haben wir das auch. Und entgegen meines Versprechens sind jetzt schon wieder mehr Baustellen dazugekommen, weil wir natürlich die Wasserversorgung jetzt auch noch haben. Okay, wir haben eine Kneipe hier. Wir bauen hier ein Warenhaus und eine Werkstatt. Wir haben jetzt, glaube ich, wirklich alles. Na, technische Dienste brauchen wir, glaube ich, auch noch. Für die Müllabfuhr.
Ja, definitiv. Aber die kleinen reichen eigentlich zu Beginn. Wisst ihr was? Das machen wir. Setzen wir hier technische Dienste hin. Wir können hier sogar direkt zwei hinsetzen, weil wir ja den Winter auch irgendwann demnächst einschalten. Sollen die hier auch gebaut werden. So, das Silo ist fertig. Wunderbar. Das heißt, wir fangen jetzt auch an hier. Holen wir uns mal einen großen LKW. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann fangen die nämlich jetzt auch an, hier die Felder zu bedienen. Und ich würde hier wirklich gerne, glaube ich, noch ein paar mehr Felder hinsetzen schon, um unsere Farm so ein bisschen größer zu machen. Und vielleicht machen wir nicht alle Felder 100%ig identisch, sondern versuchen wenigstens einen Ticken abwechslungsreicher zu gestalten. Damit es am Ende des Tages auch ein bisschen schöner aussieht. Schön näher. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Schönbau ist jetzt nicht unbedingt mein, ich sag mal, Steckenpferd. So, verbinden wir hier mal alles. Okay, jetzt noch mehr Felder bitte. Eins. Nochmal. Dann noch ein bisschen Straße hoch. Nee. Nein, stopp. So, das können wir gleich korrigieren. Okay. Und dann kommen hier nachher noch mehr Felder drauf. Und jetzt dürften die Erntefahrzeuge, wenn sie denn getankt haben, hier anfangen, die ganzen Felder zu bestellen. Und dann füllt sich hier auch schon unser Kornspeicher. Kann ich das eigentlich... Eigentlich kann ich das pausieren. Um das Ding müssen die sich erstmal nicht kümmern. Bis wir die Nahrungsmittelfabrik dann tatsächlich brauchen, vergeht noch einiges an Zeit. Aber wir können hier das nächste wenigstens mal kurz vorplanen. Und zwar unsere Produktion an Kleidung. Wie ihr seht, haben die auch direkt Wasser- und Abwasseranschlüsse. So, jetzt haben wir eine Stofffabrik. Die setzen wir hier hin. Und eine Stofffabrik produziert genug Stoff für zwei Bekleidungsfabriken. Können wir eine... Wisst ihr was, setzen wir eine hier hin. Die können wir ruhig verbinden. Und eine setzen wir... hier hin. Die hätte ich aber gerne noch nicht so verbunden, sondern erst später. Nur das wenigstens. Okay. Und jetzt bräuchten wir nochmal ein Warenhaus hier. Wie viel nehmen wir? Da können wir ruhig ein größeres, glaube ich. Oder wie viel Kleidung passt hier rein? Stoff 490 und Kleidung, wo ist das? Ich sehe es nicht. Bin ich blind? Kleidung 350. Nehmen wir das Ding. Nee, da blockieren wir die Straße. Nee, das müssen wir nochmal ändern. Bam, 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 bam. Das hatten wir vorhin so. Machen wir es so. Ja. Und jetzt setzen wir das Lagerhaus dahin. Zack, zack, da haben wir es. Okay. Sehr schön. Und dann machen wir natürlich die Straßenverbindung noch, sobald wir diesen Komplex hier anfangen. Wir können euch die Straßenverbindung auch bauen. Und sagen, dass wir es noch nicht gebaut haben wollen. Aber ich möchte mir die Arbeit gerne sparen. Und mich erstmal nur um die wichtigen Dinge kümmern. Und dann hätte ich hier gerne noch eine Bushaltestelle. Jetzt mal kurz gucken. Wir kommen überall hier hin. Das heißt, die können wir ruhig hier hinsetzen. Und die können wir auch ruhig bauen. Also das stört mich nicht. Ich bin sogar überlegen, ob wir kurz... fristig von unseren Kiesstraßen abweichen und uns den Schmarrn schenken hier. Na, das gefällt mir nicht.
Na, dann halt wenigstens so. Ah, diese schiefen Wege kosten mich wirklich alle meine Kraft, muss ich sagen. Und hier auch noch einmal einen runter. Okay. Gut, haben wir das jetzt auch schon mal. Hier kommen meine Erntefahrzeuge zurück, frisch getankt. Warum die auch immer hier nicht getankt haben, das ist eine gute Frage. Das Gebäude hat keinen Strom. Haben wir die Powerlinie noch nicht ausgeplant? Oh, mir fehlt eine Stromlinie, habe ich vergessen. Machen wir das mal eben. Und binden das hier noch. Okay. Aber in die Stadt habe ich Strom reingebracht, ne? Habe ich schon Strom hier hin? Nee, ich glaube, ich habe noch keinen Strom gemacht. Tatsächlich nicht. Nee, ich habe hier nur Müllhalden und noch keinen Strom, in der Tat. Okay, die Feuerwache ist auch bald fertig. Sehr gut. Okay, hier haben wir technische Dienste. Da setzen wir rein im Müllwagen. Und zwar 2 Stück. Und jetzt der gemischte Müll. Wieso kann ich den nicht hier... Wieso kann ich das nicht angeben? Komm schon. Das müsste normalerweise funktionieren. Ah, jetzt hat es gemacht. Gemischter Müll wird hier abgegeben. Und der Rest. Nein. Ah. Muss ich jetzt alles einzeln machen hier? Kann ich das nicht noch kombinierend machen? Das nervt ja. Gibt bestimmt einen Button dafür, den ich nicht kenne. Naja, spielen wir dieses Ding mal durch. So, und der gemischte Müll soll hier hin. Okay, das heißt, die Dinger fangen automatisch an, hier alle Müllhalden anzufahren, wenn denn Müll anfällt irgendwo. Vielleicht haben wir sogar irgendwo schon Müll. Das kann durchaus möglich sein. Weil das ein oder andere läuft hier. Andi, die haben nur getankt. Okay, wir haben noch keinen Müll. Hätte durchaus sein können, dass wir irgendwo schon Müll produzieren. Und jetzt sind wir tatsächlich schon wieder 27 Minuten in der Folge drin. So, dass wir hier die nächsten Häuser aufsetzen. Die sind alle auch in Reichweite von allem. So, setzen wir es hier hin. Hier. Und hier. Genau, die haben noch keinen Strom. Man sieht hier keine einzige Stromanzeige. Oh, das Ding muss ein bisschen weiter hoch. Das ist Müll. Und die setzen wir dann irgendwann in Auftrag, sobald wir ein bisschen fortgeschrittener sind mit unserer Stadt. Aber jetzt können wir mal ganz kurz das Thema Strom angehen, bevor ich das vergesse. Wir setzen einen Verteilerkasten hier unten in die Ecke. Und einen Verteilerkasten setzen wir hier oben in die Ecke. Mit den zweien müssten wir, glaube ich, erstmal auskommen. Wie viel Leistung können die denn handhaben, das Umspannwerk? Ich weiß es gar nicht. Oder setzen wir es lieber hier hin? Vielleicht bleiben wir auch einfach auf der Seite. Aber nee, die Bushaltestelle braucht er auch. Okay, wir haben hier eins. Nee, wir brauchen hier oben eins. Aber vielleicht packen wir es neben die Bushaltestelle. Was machen wir? Setzen wir es hier hin. Machen hier mal ganz kurz den Weg weg. Der ist ja noch nicht gebaut. So, setzen den hier hin. Fußgängerweg wieder reparieren. Okay. Und jetzt brauchen wir die dazugehörigen Stromleitungen natürlich noch. Das können wir jetzt ein bisschen, da können wir jetzt ein bisschen tricksen. Ich zeige euch auch wie. Also wenn man das denn tricksen nennen mag. Man kann die nämlich quasi ineinander stellen. Und jetzt sieht es wenigstens so aus, als würden hier nicht so viele Stromleitungen langlaufen, wisst ihr? So kann man das ein bisschen... Sonst haben wir hier 500 verschiedene Stromleitungen herlaufen. Und das muss ja auch nicht sein. So, und dann müssen wir hier hin. Dafür können wir in der Tat den jetzt nehmen. Na komm,
Na, hör auf. Und gehen wir da direkt querfeld ein? Ich glaube schon. Okay, dann haben wir jetzt hier auch Strom. Sehr schön. Wie ihr seht, werden hier schon die ersten Leitungen ganz wild verlegt von unseren Baggern, nämlich die ersten Wasserleitungen. Sehr schön. Können wir jetzt terraformen oder haben wir... Nee, wir haben keine Planierraube und keinen Bagger. Also warten wir damit. Wir haben ja eh noch genug Baustellen, sodass wir das jetzt auch nicht angehen müssten unbedingt. Wir können aber die Straße dahin ziehen und da nehmen wir jetzt in der Tat... Was? In der Tat eine Schotterstraße, die hier runter geht zum Wasser. Ah, ist hier noch was? Ah, da war noch eine. Da machen wir jetzt noch keine Kies- oder gar Asphaltstraße. Wir müssen ja eh hier irgendwann nochmal alles upgraden. Okay. Hier werden die ersten Felder schon bestellt. Wunderschön. Das heißt, mit absehbarer Zeit wird sich auch unser Silo hier langsam füllen. Hier sind zwei Felder nicht gelb hervorgehoben. Das liegt daran, dass wir mehr Maschinen bräuchten. Weil jede Maschine eine bestimmte Anzahl an Feldern bedienen kann. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch steht. Leergewicht, Motorleistung. Nee, steht nicht. Aber wir sind auf jeden Fall am Maximum unserer Felder angekommen. Das heißt, wenn wir mehr Felder bestellen wollen, brauchen wir mehr Erntemaschinen. Okay, Feuerwehrstation ist gleich fertig. Wir lassen jetzt hier mal kurz eine Minute oder zwei im Zeitraffer laufen, sodass es ein bisschen vorwärts geht. Ah, ich glaube, wir können hier noch ein... Nee, wir haben noch zwei Busse hier. Jetzt lassen wir mal kurz ein, zwei Minuten im Zeitraffer laufen und dann geht es gleich auch direkt weiter. Ich würde nämlich heute noch gerne ein paar weitere Sachen ausplanen. Jetzt nicht unbedingt noch mehr Baustellen anschließen, sondern erstmal das natürlich alles fertig bauen lassen. Aber auf absehbare Zeit dann noch ein bisschen weiter in die Planung übergehen. Ein paar Sachen können wir nämlich noch hinzufügen. Vom Gefängnis bis hin zur Universität haben wir noch ein paar Dinge, die wir aktuell noch gar nicht bedienen. Und jetzt sieht man im Hintergrund auch, wie die ersten Gebäude langsam hochgezogen werden. Unser Fleischlager ist tatsächlich das erste, was fertig ist. Sehr schön. Und dann brauchen wir natürlich auch die entsprechenden Logistikzentren, um unsere Gebäude dann zu bedienen. Also wir haben wirklich noch so viel zu tun und jetzt wechseln wir in wenigen Augenblicken auch schon ins Jahr 62 und haben schon die erste Million Rubel ausgegeben von unserem Geld. Aber wir haben ja noch 1,5, das heißt, wir können auch auf NATO-Seite einkaufen. Aber ich hoffe, dass wir das auf absehbare Zeit noch nicht brauchen werden. So, jetzt ist die Feuerwehr auch fertig, sehr schön. Und das Krankenhaus ist als nächstes gleich fertig. Und dann sind auch gleich schon die Wohngebäude, das Kino und der Supermarkt dran. So lässt sich es auf jeden Fall aushalten. Und dann steht natürlich auch noch die Verschönerung der Stadt auf dem Plan, ne? Darf man nicht vergessen, dass das am Ende des Tages dann auch noch kommen muss und sein muss. Na, vielleicht sind wir doch gar nicht mehr so weit davon entfernt, dass wir unsere Einwohner reinholen können. Ich hoffe es jedenfalls. So, noch ein klein wenig. Und dann machen wir auch schon weiter. So, jetzt können wir mal kurz gucken, was hier auf den Baustellen so am meisten fehlt. Boah, 119 Tonnen Beton. 158 Tonnen Beton. 300 Tonnen Beton, okay. Da wird sich das, glaube ich, wirklich lohnen, sich nochmal zwei Betonmischer zu holen. Und wenn wir tatsächlich jetzt noch mehr Fahrzeuge brauchen, holen wir uns nochmal die Billig-Konstruktionsbüros dazu. Wir müssen jetzt ja hier auch nicht alles wie wild machen. Und hier haben wir sogar schon die ersten 350 Tonnen Getreide. Könnten wir uns sogar überlegen, ob wir die anfangen zu verkaufen, bis wir die dann irgendwann benutzen. Da sind wir nämlich noch ein bisschen von entfernt. Die Bushaltestelle ist schon fertig, sehr schön. Dann hätte ich hier gerne noch ein Depot für Straßenfahrzeuge. Nee, das machen wir auch hier mit hin. Das ist so ein bisschen unsere Planungsstraße. Das setzen wir hier hin. Da packen wir nämlich unter die Busse rein, die nachher unsere Einwohner von hier auf die ganzen Baustellen verteilen. Okay. Gut, die Stadt wächst und gedeiht. Die Feuerwehr ist hier, da können wir mal kurz schon mal, ich sag mal, zwei Fahrzeuge reinkaufen und auch ins Krankenhaus, sonst vergesse ich das nämlich immer gerne. Okay, haben wir da auch zwei? Dann sind die nämlich schon mal einsatzbereit. Okay, Tankstelle ist hier, die funktioniert ohne Probleme und hier haben wir auch
jede Menge Kies drin. Okay, das balanciert sich also aus. Sehr schön. Okay, und die Straßen sind hier auch bald alle fertig. Sehr schön. Machen wir uns nichts vor. Ich habe wahrscheinlich... Ah doch, jetzt habe ich was zur Auswahl. Wieso kann ich nicht reinzoomen? Doch jetzt. Mach es gerade, los. Ah, ich habe nur eine einzige, deswegen geht das nicht. So, gucken wir, ob das jetzt gereicht hat. Ansonsten müssen wir warten, bis wir ein bisschen mehr zur Verfügung haben. Komm, wird grün. Nee, ist nicht steil genug. Da brauchen wir mehr von unseren Raupen für. Das geht so nicht. Das müssen wir dann warten, bis wir die entsprechenden Fahrzeuge dafür zur Verfügung stehen haben. Sonst dauert mir das hier auch zu lange. Gut, was können wir als nächstes machen? Heizung haben wir jetzt nicht aktiviert. Ist halt die Frage, ob wir das jetzt heute schon hinzunehmen oder ob wir noch was anderes mit hinzufügen. Jetzt muss ich mal kurz in mich gehen. Hier entsteht eine Werkstatt. Brauchen wir für unsere Fahrzeuge. Wasser haben wir fertig. Strom wird auch entsprechend gebaut und ist vorgeplant. Habe ich den Import angemacht. Vergesse ich nämlich gerne. Ne, der Import ist schon an. Super. Okay. Gut, Strom haben wir. Wasser haben wir. Wir haben Schule, wir haben Kindergarten, Krankenhaus, Einkaufsmöglichkeiten, Polizei, Kino, Hallenbad. Und wir könnten hier noch ein 2-3 Auto... Oh, das können wir auch machen. Warum eigentlich nicht? Was haben wir denn hier? Riesenrad. Autoscooter. Wo habe ich eigentlich eine Kirche? Also vielleicht bin ich auch ein bisschen blöde. Aber wo habe ich denn eine Kirche? Das würde mich wirklich interessieren. Die beschweren sich nämlich immer über, dass ihnen Kirche und Spiritualität fehlt. Aber ich bin irgendwie ein bisschen blöd und finde nicht das passende Gebäude dafür, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber wir könnten ja wenigstens ein bisschen Kultur spenden, indem wir zum Beispiel die Galerie der Kunst bauen. Haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Nee. Nicht, dass ich gleich zwei habe. Die könnten wir hier hinsetzen. Die ist auch an alles angeschlossen. Abwasser, Wasser und an Strom. Setzen wir hier hin. Eine Galerie der Kunst. Dann haben wir das schon mal. Und jetzt wäre natürlich noch Entertainment. Ganz nice. Ein Zoo. Wie sieht der denn aus? Ah, okay. Klitzeklein. Was haben wir denn hier? Ein Riesenrad. Okay, was kostet das denn? Bestimmt ewig viel, oder? Nö, es geht sogar. Mhm. Direkt an die Schule ran. Das dürfte die Kinder ein bisschen zu sehr ablenken, glaube ich. Nee, das warten wir. Wir gehen jetzt nochmal bei 38 Minuten dieser Folge ein bisschen in den Zeitraffer rein. Und dann hoffe ich, dass jetzt gleich hier ein bisschen was fertig gebaut wird noch, sodass wir in der nächsten Folge dann Nägel mit Köpfen machen können und auch ein bisschen schneller vorankommen. Also schauen wir mal. So, wunderschön. Die ganzen Leitungen werden auch langsam fertig. So, ich muss mal ein bisschen mehr auf die Meldungen rechts oben achten. Die ignoriere ich nämlich momentan noch in Gänze. So. Gleich sind die richtig großen Bauten hoffentlich fertig. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Baustellen gar nicht so richtig weitergehen, wenn ich hier im Zeitraffer drin bin. Ah doch, jetzt wird wieder ordentlich hingeliefert. Da war vielleicht nur ein Bauchgefühl. So, jetzt geht es hier überall ein bisschen vorwärts. Aber ich habe das Gefühl, super langsam. Ich glaube nämlich, dass dieses Supergeschwindigkeitstool, was wir hier benutzen, manchmal so ein bisschen verbuggt ist und dann die Sachen einfach nicht ankommen. Dort, wo sie am Ende des Tages hin sollen. Und das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Aktion hier sein. So. Supermarkt gleich fertig. Wohngebäude fast fertig. Und wenigstens ist das erste Emblem schon fertig, sodass man dem kommunistischen Staat ein bisschen huldigen kann. So, hier können wir uns schon mal
zwei Busse reinkaufen auf jeden Fall. Oh, hier haben echt viele nichts zu tun. Wieso sind die ganzen Mischer hier nicht unterwegs? Ach, oh, verdorricht, die steht auf 1000 Meter. Was ist das denn für ein Schmarrn? Fahren die jetzt alle wieder los? Okay, nein, warum nicht? Guckt euch mal die Anzahl an Baustellen an, die hier zugewiesen sind. Das ist echt irre. Aber vieles davon sind noch kleine Baustellen, wie irgendwelche Container oder sowas. Dürfte also hoffentlich jetzt ein bisschen schneller vorangehen. Wir lassen mal noch mal ein ganz klein bisschen hier den Zeitraffer durchlaufen. So, auch wenn wir jetzt gleich schon bei im Jahr 63 angekommen sind. Ich hoffe, dass ich mich hier nicht komplett vergaloppiere mit der Art und Weise, wie ich das baue. Falls doch und euch dieses Let's Play gefällt, kann ich euch versprechen, bringen wir einfach noch mal ein ganz neues rein. Wir werden auf jeden Fall nicht aufgeben. So, jetzt scheint es hier wieder loszugehen. So, komm, gleich ist das Einkaufszentrum auch fertig. Komm schon. Kino ist schon da, super. So, Freunde, jetzt hatten wir leider gerade einen kleinen Cut drin. Hatte ein paar Probleme mit dem Aufnahmetool. Und wollte jetzt allerdings nicht die 41 Minuten, die wir schon aufgenommen haben, wegschmeißen. Ich habe es inzwischen geschafft, hier unsere Abwassereinleitung und ein Umspannwerk hin zu positionieren, sodass wir dann auch unsere Abwasserkonstruktion jetzt final abschließen können. Das müsste ja das Ding hier gewesen sein, ne? Ja. Okay, super. Ich glaube mal, dafür brauche ich hoffentlich keine Pumpe. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich denke mal, dass wir dafür keine brauchen. Aber wir kriegen auf jeden Fall jetzt hier unser Dreckwasser auch weg. Hier wird auch immer mehr fertiggestellt. Also wir machen hier ganz, ganz gute Fortschritte, würde ich sagen. Sodass wir vielleicht wirklich dann im Februar 63 die ersten Menschen hier reinholen können. Als nächstes würde ich dann wirklich gerne hier das Lagerhaus und auch meine Werkstatt fertig machen, weil ich glaube, wir haben wirklich ein paar Fahrzeuge, was jetzt schon bei fast 40% Abnutzung angekommen sind. Dementsprechend bin ich mir... Na, wir werden das auf jeden Fall jetzt anschließen. Wir werden es anschließen jetzt. Ich will unbedingt die Werkstatt ans Laufen bringen, sodass wir unsere Fahrzeuge dann auch reparieren können. Und dann den Supermarkt auch beliefern. Gut, das können wir jetzt noch machen. Ich glaube, für diese Folge ist dann auch gar nicht mehr so viel zu tun. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen den Raffer laufen lassen. Ja, okay. Die holen hier weiter Arbeiter. Wir gucken mal kurz. 26%, 15%, 0% Abnutzung, 4%, 28%. Okay, aber ein paar Autos kommen jetzt demnächst definitiv in den Bereich, wo sie sehr, sehr starke Abnutzungserscheinungen haben. Technische Dienste. Okay, die haben alle zu tun. Nee, okay, da brauchen wir definitiv dann noch weitere Distributionsbüros, sonst kommen wir da nicht weiter. Jetzt lassen wir noch mal ganz kurz hier wenigstens so ein bisschen im halbwegs schnelleren Modus laufen. Unsere ganzen Müllhalden sind auch langsam fertig. Echt cool, dass wir da langsam so ein bisschen vorankommen. Ach, machen wir super Highspeed, sonst wird das hier nichts. Ich sehe schon kommen, die trödeln hier alle rum. Unser Supermarkt ist endlich fertig. Sehr schön. Eins der größten und ich glaube aufwendigsten Gebäude hier in unserer Stadt aktuell. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, die Folge aufhören zu lassen. Vielleicht machen wir noch ein bisschen weiter. Dann wird die halt ein bisschen länger. Müsst ihr ein bisschen mehr gucken, um am Ende des Tages da alles gesehen zu haben. So, jetzt fangen die auch schon direkt mit Warenhaus und Werkstatt an. Nächstes Wohngebäude fertig, sehr schön. So, da hinten steht auch gerade die Kneipe. Oben Schule, Kindergarten. Und wir können diesen Super Turbo, den wir aktuell benutzen, sowieso nicht mehr benutzen, sobald wir erstmal Einwohner haben. Weil, wenn die anderen YouTuber nicht gelogen haben, denen ich sonst so folge, um hier ein bisschen was dazu zu lernen, macht dieser Super Turbo die Simulation kaputt, sobald man anfängt, Einwohner zu haben. Und das wollen wir ja nicht. Also ist das ein endlicher Prozess und dann wird es demnächst auch ein bisschen langsam einfach vorangehen. Aber ich glaube, das ist ganz gut, wir haben dann auch ein bisschen mehr zu tun, wenn auch Einwohner vor Ort sind und ein paar Dinge, um die wir uns noch kümmern müssen, würde ich sagen.
So, ich sag mal so 10, 15 Minuten machen wir die Folge vielleicht noch weiter und dann werden wir dann doch in die nächste reinspringen. So, jetzt wäre schön, wenn hier dann alles auch mal langsam fertig werden würde. Ja, hier sind die meisten Sachen, sind überall schon auf den Baustellen. Da fehlen nur noch die Arbeiter zum Teil. Okay, was können wir denn noch vorplanen? Habe ich die nicht pausiert? Ihr sollt aufhören, das zu bauen. Kollegen. Hier wird nicht gebaut, ne? Unser Silo ist auch schon halb voll. Gut. Zwei Blöcke. Ich habe... Okay, gut. Ich habe dran gedacht gehabt, auszustellen, dass wir automatisch Bürger bekommen. Das andere wäre jetzt auch ein bisschen in die Binsen gegangen. So, das läuft auch schon gut. Okay. Hier hinten werden wir übrigens dann die Kiesproduktion aufsetzen. Das steht für mich schon fest. Und... ich hätte gerne... Wo finde ich eigentlich den Forschungsbaum? Wo ist der Forschungsbaum? Gute Frage. Wirtschaft und Handel. Genau, hier kriege ich meine Kredite her. Mhm. Kriege ich das Forschungsdings? Kann ich das erst sehen, wenn ich eine Uni gebaut habe? Das kann natürlich sein. Dass ich da aktuell noch gar keinen Zugriff drauf habe. Naja, sei es drum. Okay, was ist hier los? Okay, hier geht es immer ein Stückchen weiter. Man sieht allerdings, wie langsam mit so wenig Arbeitern. Wenn wir erstmal unsere Leute hier haben, geht das alles ein bisschen schneller, dadurch, dass die natürlich auch auf den Baustellen dann helfen können. Okay. Neues Fahrzeug verfügbar. Sehr schön. Die Polizei braucht noch ein bisschen, die ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Wir dürften nicht von Anfang an schon solche Kriminalitätsprobleme haben. Hier soll eigentlich nur gemischter Müll rein. Obwohl, eigentlich kann hier mehr Müll. Verbrauch bei maximaler Produktion 30 Tonnen gemischter Müll. Okay. Na, schauen wir mal. So. Ich sehe schon, der Start unserer Stadt verschiebt sich noch weiter nach hinten. So, hier legt der Bagger los und baut unseren Wasserturm. Asphalt fehlt noch. Na, die bringen aber gut. Die bringen gut Zeug hier hin, die ganzen Fahrzeuge, ne? Das ist schon... Aber hier faulenzen echt viele. Das lässt mich den Eindruck gewinnen, dass wir hauptsächlich noch schweres Material zu transportieren haben. In der Tat. Das heißt, wir werden hier jetzt mal ein bisschen investieren, noch einmal kurz, und zwar in offene Ladefläche. Und zwar in 3 Stück. Die dürfen jetzt tanken und dann auch direkt loslegen. Ja, wunderbar. Hier ist echt viel Betrieb schon an der Grenze. So, die drei dürften das Ganze noch ein bisschen beschleunigen. Wir werden sowieso mehr Konstruktionsbüros in Zukunft brauchen. Und auch von den ganz, ganz großen. Also da kommen wir am Ende des Tages auch nicht dran vorbei. Hoffen wir, dass jetzt nicht so viele Fahrzeuge von uns liegen bleiben. Das wäre ganz schön. Alle löschen. So, und dann gucken wir jetzt auch mal ein bisschen mehr auf die Benachrichtigung. So, das ist auch fast fertig. Da fehlen nur noch die Arbeitsstunden. Hier fehlen auch nur noch ganz wenig Arbeitsstunden. Ja, okay. Also wir kommen hier tatsächlich durch. Und so geht es ja dann auch vorwärts. Und dann müssen wir nur noch warten, bis unsere Wasserversorgung fertig gebaut ist. Und dann können wir starten. Strom. Ah, super. Strom haben wir hier sogar schon überall. Das heißt, wir könnten jetzt noch anfangen, hier was aufzusetzen. Bam, 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 wo haben wir es denn? Wann können wir die denn bauen? Ah, die müssen wir erforschen. Bauen wir hier von... Ja, setzen wir hier noch welche auf die Straße.
brauche noch zwei Verteilbüros. So, hier brauchen wir Kies. Das heißt, die müssten jetzt gleich hier dann mal loslegen. Hm, wieso wird die Straße nicht gebaut? Okay. Die auch hier. Los. Jetzt fahren sie schon los. Okay, wunderbar. Dann können wir hier nämlich die Fahrzeuge einteilen und anfangen schon mal die ersten Sachen hier in den Supermarkt zu liefern, sodass wir hier ausreichend Fleisch, Essen, Kleidung und Elektronik haben. Wir wollen ja, dass unsere Leute auch direkt alle Güter zur Verfügung haben, wenn sie dann hier einziehen. Hier brauchen wir auf jeden Fall nochmal einen Müllcontainer. Das dürfte jetzt auch schnell gehen. Den Kies kriegen sie ja von hier. Ah, und der kann auch genug laden. Sehr gut. Okay. Der dreht sich noch. Ach, der hat sogar noch was geladen. Okay. So, nächstes Haus ist jetzt gleich fertig. So, nur noch die Arbeitskraft. Wunderbar. Gefällt mir. Unsere Stadt wächst und gedeiht. Wirklich richtig schön. Und es fehlen wirklich nur noch Kleinigkeiten, bevor wir loslegen können. Hauptsächlich der Betreuungsaspekt und das Wasser. Okay. Jetzt kommt die Bagger. Aber warum fährt nur einer los oder macht er direkt beides? Schauen wir mal. Hauptsache, der kriegt das hier alles hin, sodass wir auch vernünftig vorankommen. Ich weiß gar nicht, ob an unsere Gebäude hier auch zur Abnutzung 5%. Okay. Jetzt bauen die hier auch schon wieder weiter. Schweine. Naja, sollen sie machen. Dann können wir wenigstens anfangen, Lebensmittel herzustellen, wenn unsere Einwohner da sind. Okay. Jetzt brauchen wir hier offene Ladefläche. Nee, geschlossene. Hoppla. Nehmen wir. Den und ein Kühlwagen. Das dürfte reichen. So. Von hier. Hier und hier. Und bitte immer versuchen, auf 50% zu halten. Jetzt warten wir kurz, bis die Fahrzeuge da sind und dann stellen wir das noch ein. Und ich glaube, dann lassen wir es für heute gut sein. Und dann springen wir in die nächste Folge rein mit dem Einzug der ersten Einwohner. Das ist so ein bisschen mein Plan. Dadurch, dass wir aktuell keinen Winter haben, können wir sie auch jederzeit machen. Okay. So, wo bleiben unsere Fahrzeuge? Ah, okay, sind schon fast da. Ja, genau, da kommt der erste schon. So, was haben wir hier? Fleischlagerung. Nee, am Zollhaus wird nicht entladen, da wird beladen. Und zwar Essen, Kleidung, Elektronik und Fleisch. Und so machen wir das Ganze. Gut, ich glaube, die dürften dann direkt schon loslegen, wenn ich mich nicht irre. Warten wir mal kurz ein oder zwei Turns ab und gucken, ob das hier auch alles vernünftig läuft. Strom haben wir ja, ne? Ja, aber kein Trinkwasser. Okay, aber das Trinkwasser ist das geringste Problem. Bushaltestelle ist auch schon fertig. Hier können wir einen Bus schon mal vordefinieren. Hier und hier. Und ich brauche nur Arbeiter. Keine Touristen und keine Schüler. Nur Arbeiter. So, müssen wir nur noch warten, bis Einwohner da sind und dann können wir da welche hinfahren. Wenn dann natürlich auch unsere Lebensmittelfabrik fertig ist. So, wo ist unser Kühltruck? Da, oder? Hat er Fleisch? Komm. Ja, 2 Tonnen. Sehr gut. Was hat er? Essen. Und was hat er? Kleidung. Super. Scheint zu funktionieren.
Sehr schön. Das heißt, wir haben dann hier schon mal die Sachen drin. Das ist wichtig, dass unsere Einwohner auch direkt einkaufen gehen können, ohne lange warten zu müssen. Okay, hier wird das dritte Wohnhaus jetzt fertiggestellt. Oh, wir könnten die Kneipe eigentlich direkt in das Verteilzentrum noch aufnehmen. Schauen wir mal. Ah, sehr schön. Hier kommen die ersten Sachen an. Das gefällt mir. So, jetzt würde mich tatsächlich interessieren, ob die auch jetzt im Wechsel auch noch einmal Elektronik holen. So, Fleisch ist auch hier. Sehr gut. Und Alkohol können wir natürlich auch laden. Okay. Brauchen wir 50%? Ich glaube, wir machen auch 40 runter. Und hier auch erstmal. Und gucken, ob wir damit nicht gut fahren. Okay, hier läuft es auch gut. Und das Silo ist auch schon fast zwei Drittel voll. Sehr gut. So, was fehlt denn jetzt hier noch? Gar nicht mehr viel. So, wäre schön, wenn die zwei Dinger hier oben noch fertig werden. Vielleicht habe ich ein bisschen falsch kalkuliert. Ich glaube, wir können hier vielleicht mal ein, zwei Sachen loswerden. Wisst ihr was? Den werden wir mal los. Und den auch. Wie viele Kräne haben wir denn? Zwei hier. Und hier haben wir einen. Die sind auch alle gerade in Action. Wisst ihr was? Wir holen uns hier noch zwei mit offener Ladefläche. Okay. Naja, müssen wir wohl ein bisschen hin und her wechseln. So, kommen jetzt die nächsten Güter gleich mal an. Ah, sehr schön, Elektronik. Und noch mehr Elektronik. Wunderbar. Super, das heißt, hier ist alles aufgefüllt. Das heißt, unsere Leute können einkaufen und einziehen, sobald wir Wasser haben. Ich würde sagen, wir beenden die Folge jetzt hier. Ich lasse das Game noch ein paar Minuten weiterlaufen. Aber wir sehen uns dann für Folge 4 wieder. Hoffentlich mit eurem Feedback. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin.